Malerei. Alles fließt. Die Güstrower Städtische Galerie Wollhalle zeigt unter diesem Titel das Schaffen des Fotografen Uwe Seemann. 70 Schwarz-Weiß- und Farbbilder sind in der Ausstellung zu sehen. Der Fluss der Zeit ist das Lebensmotiv dieser Schau. Wandelbarkeit, Vergänglichkeit, sowohl von Menschen und Landschaften. Das sind die Themen, die Uwe Seemann in seiner Kunst behandelt. Besonders Bäume, die ältesten Lebewesen, stehen bei Seemann im Mittelpunkt. Uwe Seemann ist ein gebürtiger Güstrower. Der 80-Jährige hat an mehr als 150 Ausstellungen mitgewirkt. Seemanns Bilder zeigen sein besonderes Gespür für den richtigen Moment und das richtige Motiv. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle wurde durch Uwe Seemanns Frau Barbara konzipiert. Panterei, alles fließt, ist noch bis zum 28. April zu sehen. Die Ausstellung Das älteste Gold der Welt im Kulturhistorischen Museum Rostock zeigt bis zum 28. April 2019 eine spektakuläre Auswahl aus Grabfunden, aus Gold, Kupfer und Ton und führt damit in die Welt einer der ältesten Kulturen und an den Beginn der Zivilisation. Die Funde wurden unter anderem bereits in Bulgarien, Japan, Kanada, Frankreich, Italien, Israel und die Niederlanden gezeigt. Nun kommt die Ausstellung des Regionalmuseums für Geschichte Warna mit einem der spektakulärsten Goldfunde der Welt nach Rostock. Im Mittelpunkt stehen 6500 Jahre alte Goldfunde aus der Umgebung von Warna am Schwarzen Meer.